Das war nicht für hier. Okay. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. Dann weiß ich wenigstens, ja, komm, du. Ich habe für einen Moment gedacht, da wäre eine Truhe, die ich da oben kommen will. So, ja, Turtox. Kann das so? Nein, du hast Turtok. Schlange. Nein, Turtok. Das ist doch keine Schlange, Raven. Ich meine, das auch nicht. Warte mal, sind Schlangen Reptilien? Ja, natürlich, ne? Schlangen sind Reptilien. Und Schildkröten auch, ne? Boah, jetzt kippt er schon wieder um und ich kann ihn nicht treffen. Boah, schon wieder. Und jetzt mal wieder warten, bis er aufsteht. Ah, Gott. Ah, komm schon, ich habe es genau gesehen. Was irgendjemand? Ich drücke zwei, ich drücke zwei, ich drücke zwei, ich drücke zwei. Ich habe wieder einsetzt, dann ist er wieder für eine Sekunde aktiv und dann kann ich wieder nichts machen. So, komm. Oh, da war es doch gerade. Schlag. Na komm her. Dragon Upper. Schlitz. Brave Vesperia. Heißt mal so. So die Übersetzung davon. Brave Vesperia. Heldenmutige, ja. Warte mal. Warte mal. Was? Von hier kam ich, ne? Das Ding war vorher an. Oh nein, mach nicht so was bitte mit mir. Mach daraus bitte nicht ein Rätsel. Einige davon sind hochgegangen, einige davon sind untergegangen, ne? Sind beide nur an. Also kann ich immer nur eine bestimmte Anzahl von denen anmachen. Oh nee. Warte mal, hier konnte ich vorher nicht hin, glaube ich. Spezialgummi. Warum habe ich das nicht vorher benutzt? Was mache ich eigentlich hier? So, ne, von hier kam ich, glaube ich. Was? Ich bin ja gerade voll verwirrt. Die Lichter, die machen mich jetzt ja gerade voll durcheinander. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie schon an- und ausgemacht habe und so. Ich kann ja auch nicht ausmachen, weil ich kann sowieso nur einen Weg gehen, ne? Ist nicht so, als jetzt eine Wahl irgendwo hinzugehen, ne? Hier muss ich so oder so hin. Gegen den muss ich schon wieder kämpfen, ne? Hier waren die Dings drin, ne? Die Spezialgummis und so, ne? So, hab ich getroffen von hier aus. So, aber ernsthaft, steht er jetzt wieder echt? Nein, gut. Also nicht. Ich glaube, ich habe es hier. Hohenjacke. Ja, ich habe das vorgelesen, ne? Habe ich schon. Will ich auch, will ich auch. Also sind die jetzt an oder... Oh. Da sind jetzt wieder ein paar ausgegangen oder was? Hier macht er irgendwas Verwirrendes hier mit mir, ne? So, oh, jetzt bin ich ganz verwirrt. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, boah. Ich habe mich einfach nur voll verirrt hier. Also kann man doch alle anmachen, okay. Ich habe nur gedacht, ich wäre irgendwo, aber dann war ich es doch nicht. Er hat nicht gedacht, dass wir hier so rüber können, ehrlich gesagt. Warum kann man hier rüber? Hier ist nichts. Was soll das? Was hat das zu bedeuten? Hier links sieht zum Beispiel noch aus, als könnte man das darunter machen. Ja, das Ding da oben. Ja. Also ich kann mich ja nach den Gegnern richten, ne? Irgendwann habe ich sie alle weggeputzt, ne? Dann sehe ich ja irgendwie, wo ich schon war und wo nicht.
Ganz schön, das Ding habe ich schon mal irgendwann runtergepackt, aber irgendwie doch nicht. So, jetzt komme ich hier wieder zurück, ne? Irgendwie verstehe ich das nicht. Mir fehlt immer noch ein. Irgendwie kann ich jetzt nirgendwo hier weiter. Habe ich den jetzt hier gerade angemacht? Hier war doch nichts. Da habe ich gerade angemacht. Wo ist jetzt das, wo ich weitermachen muss? Hä? Also irgendwo muss ich ja jetzt hier weiterkommen, ne? Also ich habe irgendwo so ein Licht immer sehen. Vor allein, weil ja schon keine Musik ist, ne? Wo habe ich denn jemand verpasst? Ja, hier war ich noch nicht, ne? Ja. Wundergummi. Wunderbar. Ah, hier und hier. Dich mal kurz an. Ja, ich weiß aber nicht, was ich hier gerade aktivieren, ne? Aber ich habe irgendwann aktiviert, sonst hätte das nicht so lange gedauert. Ich weiß noch nicht, wo es ist jetzt, ne? Aber irgendwo wird es schon sein. Aber die gehen nicht mehr aus. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich mache Fortschritt irgendwo. Da ist nichts. Hier war ich noch nicht, ne? Ja. Kaiserin gewandt. Und ich glaube, mein Ding ist gerade abgelaufen. Habe ich auch schon, ey. Die ganzen Sachen, die ich mir alle mit Mühe und Schweiß hergestellt habe, ne? Ich konnte das nicht einsetzen. Was soll das? Oh nein. Oh nein. Bitte lass mich das Ding von hier aus treffen. Nein. Du bist Viech, ey. Du stehst genau davor, du. Ja, warte, ich bin klüger als das Spiel hier. Ha. Jetzt müsste ich da durchkommen, oder? Jawohl. Guck mal, wie klug ich bin. Das glaubst du nicht. Ah. Schön. Ich das Spiel ausgetrickst hat, ne? Da war voller Pro-Move, ey. Speedrunner. Speedrun-Strategien. Tales of Style. So, wo habe ich denn jetzt schon wieder was geöffnet? Hier, das ist neu. Du, danke. Mach mal die Dinger an. Okay, ich sehe sowieso nicht, was passiert. Also könnt ihr ruhig irgendwie runter machen. Bei der Zeit, in denen die runtergegangen ist, da ist ein Speicherpunkt. Geil. So, ich gehe aber noch mal zurück, weil eins von diesen Dingern habe ich aktiviert, aber ich habe natürlich nicht gesehen, was es aktiviert hat. Nee, das heißt, irgendwo ist jetzt hier irgendwas passiert. Ich muss nur herausfinden, wo. Außer die haben diese Teleporter aktiviert. Keine Ahnung. Ich komme mich aber noch mal um. Dann können wir auch den Party beenden, weil es schon 55 Minuten und so, ne? Das ist schon wieder viel zu lang, ne? So lange hat doch kein Schwein ja angemacht, ey. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, ne? Und die Leute klicken, weil sie nicht, gucken sich so 2 Sekunden hier meine Videos an, klicken schon direkt weg. Glaube ich jedenfalls, so, er hinterlasst so ein neutrales Kommentar, so, hey, cooles Video. Echt, was war denn so cool an dem Video? Sag es mir. Keine Ahnung. Oder diese eine Tür, willst du mein Freund sein? Ich habe mal geantwortet, ja. Und ja, habe keine Antwort bekommen. Was soll denn das dann? Du stellst mir eine Frage, ich antworte. Und wo ist jetzt eine Ding, das ich aktiviert hat? Ball auf sich allein gestellt, ja, ich. Hey. Oh. Das ist neu. Ich wusste doch, es lohnt sich ja, sich zu erkunden. Guck mal, wie gut ich bin, ne? Sollte vielleicht eher zu diesem Speicherpunkt hingehen, um mich hochzuhalten, aber was soll's?
日の光の当たらないところにはいらないって帰っちゃってるかもよ。デイブンじゃあるまいし。あら、少年にそんなこと言われたら、おっさん本当に帰っちゃうわよ。帰れば。でも、術式の近くだから、バウルもきついんじゃないの？そうね。昔のバウルだったら耐えられなかったかもしれないわ。でも、エンテレケアとしては若いかもしれないけど、成長したバウルならまだまだ平気よ。ジュディスは、バウルを信頼しているんですね。 Gut. Was haben wir hier? Ultimative Waffe. Na komm. Oh, hier geht's runter. Ich frage mich jetzt, welcher Weg ist jetzt natürlich wieder der richtige, der hier nach draußen führt, oder? Ja, einen Moment mal, bin ich nicht von hier gekommen? Der bin ich gekommen, oder? Was? Warte mal. Bin ich von hier gekommen? Hier sieht alles gleich aus. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich bin doch von der anderen Seite gekommen, oder? Glaube ich. Außerdem ist hier ein sehr linearer Part. Ja. Glorienschutz, Gloria. Würde sagen mir das ist besser. Jawohl, das ist sogar besser. Endlich mal was Geiles. Na, da gibt mir nur Resistenz gegen Wind, aber dafür kriege ich mehr Verteidigung. Ne? Konnte man sich glaube ich auch herstellen, ne? Aber hier geht's auch weiter. Wo? Was ist denn da mit dem Speicherpunkt da? Hier geht's auch noch runter. Nee. Orte finde ich denn jetzt hier mit der übelst lang der Part schon wieder. Ich hätte mal gerne irgendwie so einen Teleporter, der mich nach draußen bringt und von denen ich dann wieder da drin gehen kann jederzeit. Mumbane, aber sonst wird das ganz schön nervig hier immer rein und raus zu gehen, ne? So, ja, 10 mehr Verteidigung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dafür irgendwie, weiß ich nicht, 20 Magie Verteidigung runter, ne? Muss ich alles erhöhen? Alles muss ich erhöhen. Es ist halt doch keine ultimative Rüstung, Leute. Aber warte mal, ich habe eine. Ja, genau. Ich habe so einen Verdacht, wo ich hinkomme jetzt. Und zwar hier. Hier war nämlich auch noch eine Truhe. Das weiß ich noch. So, da muss ich jetzt aber sein. Komm. So, was haben wir denn hier noch? So langsam hätte ich aber gern schon, weiß ich nicht, so eine Sackgasse, damit ich jetzt nicht noch weiter hier rumgehe. Na, das ist nicht offen, also was geht's? Wir haben hier viel zu viele Abzweigungen, ne? Viel zu viel Milchstraße. Hey, ich habe noch nicht mal ein eines Ding, aber ich glaube doch, ne? Nee. Milchstraße. Widerstandsfähigkeit bewahrt beim Zaum von dem Taumeln. Oh cool, das ist krass. Das ist eine geile Fähigkeit. Schade, hat sie noch gerade was am Lernen ist. So, ich muss den ganzen Weg dann gleich noch mal zum Speicherpunkt zurückrennen. Ey. Oh Gott. So, voll nervtötend dann. So langsam kann man ruhig hier der Part aufhören. Der Path. Der Weg. Warum nicht einfach Deutsch, ne? Dabei rege ich mich immer irgendwie so viel auf, dass irgendwie Leute jetzt irgendwie in Let's Plays wie viel zu viel, weiß ich nicht, englische Begriffe irgendwie reinpacken in ihren Sprüchen. An sogar einigen Stellen, die überhaupt keinen Sinn machen. Ja, aber da gibt Resistenzen gegen so viele Sachen. Oh Gott, dann komme ich ja gar nicht richtig hier zurück, ey. Gut, so langsam kann jetzt hier mal der Weg aufhören. Also ist jetzt mal langsam genug, ey. Hier, so weit wie ich jetzt hier zurücklaufen muss jetzt, ne? Ach, jetzt komme ich wahrscheinlich noch auf die andere Seite von dem einen Ding, ne? Ja, das
waren ja auch noch einige Schätze, glaube ich. Hier geht es noch nicht mal weiter. Oh, tut mir leid. Ups, er. Ach, der Part ist doch schon viel zu lang. Ey. Ich soll jetzt nicht noch so lange hier gehen. Ey. Obwohl, gegen euch kann ich ruhig kämpfen. Ihr Ente, das glaube ich, im Clown, ne? Die brauche ich. Da, ich vergesse sie jetzt mal. Ich brauche keinen Genesungsschlag. Aua! So. Ah, wird ein längerer Part, aber ist halt final dann vielleicht durch in zwei Parts hier reinschneiden, keine Ahnung. Ich glaube, das mache ich auch. Oh Gott, verdammt. Tun wir direkt weiter. Ich werde in zwei Parts hier einteilen, so weil mich lange muss ich dann anderthalb Stunden, ne? Ja. Nicht zweimal so 45 Minuten ungefähr ab. Weil das wird noch lange dauern, bis ich jetzt wieder den ganzen Weg zurücklaufe. Und heilige Tränke sind mir jetzt auch ausgegangen. Also muss ich so oder so hier gegen einige Gegner kämpfen. Terrazeiten. Schon wieder? Habe ich doch gerade schon bekommen. Hey, jetzt geben die mir schon doppelte Schätze. Was soll ich denn damit? Oh Gott. Das nur weil ich die Dinger nicht kaputt machen kann. Also langsam reicht's aber auch hier mal. Ey, weißt du, wie lange ich dann jetzt hier leicht zurücklaufen muss, ey? Und ich habe keine heiligen Tränke mehr. Das heißt, ich muss gegen die Gegner ja alle kämpfen, wahrscheinlich. Weil ich die nicht ausweichen kann. In den meisten Fällen. So, ja, wartet besser irgendwie, weiß ich nicht, eine ultimative Waffe oder so auf mich am Ende des Wegs. Lorbeer verhindert alle magischen. Oh, cool. So, jetzt kommt hier noch ein Boss, der mich fertig macht. Ne, das wäre es noch. Und jetzt bin ich hier. Mein Gott. Ja, ein bisschen zu viel Backtracking, wenn du mich fragst. So, hier kann ich wenigstens durch. Ne, ja. So, da komme ich zu dieser Truhe. Zitronengummi, Ananasgummi. Zwei Stück. 1, 2. So, was ist das? Aufzug nehmen, ja. Keine Ahnung. Nach habe ich mir jetzt eine Abkürzung hier geschafft. Das wäre nämlich sehr gut. Oh, da ist eine Brücke. So, ist das jetzt der offizielle Weg oder? Wundergummi. Du, keine Ahnung, nicht wirklich für irgendjemanden. Was? Goldener Hammer, wenn man knapp bei Kasse ist. So, Vitalität 4, Stahlwand. Cool. So, was ist das hier? Wo komme ich jetzt hier hin? Okay. Wo bin ich hier? Das Gefühl, ich hätte diese Teleporte erstmal ausprobieren sollen oder so. Jetzt sieht ja schon hart optional aus. Und hat hier irgendwie zurückgehen kann oder so. Das ist eine Truhe. Okay. Prisma Protektor. So. So gefürchtet sollte hier gar nicht sein. Na, das ist schwächer. Was willst du mit dem Ding? Nee, das ist stärker. Was? Ah nee, er hat ja irgendwie ein anderes Ding gehabt. Boah, mir gehen aber so viele Resistenzen dann verloren, ey. Na, ja, wir gehen einfach weiter. So,
Also nicht, wir sind jetzt schon so weit gekommen. Ich hoffe, ich komme irgendwann an so ein Ding, wo ich hier mit zum Eingang zurückgehen kann oder so. Bin ich da schon runtergegangen? Nee, ne? Da habe ich angefangen, glaube ich. Na gut. Dann guck mal. Was ist hier unten? Ein Weg, den ich nicht. Ja. Wodurch aktiviere ich diese Dinger? Ich will zurück zu diesen Teleportern. Ich habe so das Gefühl, ich hätte die da alle aktivieren können. Dann hätte ich mich hier von A nach B hätte teleportieren können und so. Da wäre ein viel einfacher gewesen. Ich habe keine Ahnung. Außerdem würde ich gerne mal rausgehen und heilige Tränke wieder kaufen. Sonst wird das Navigieren hier durch dieses Dungeon recht nervig. Oh, das ist wahrscheinlich. Ja, hierfür muss ich die alle hier kaputt machen. So. Muss mir sagen, das Feuer hat das da oben nicht erreicht. Ja, ich vermasse mir ja noch nicht gerade was, oder? Wenn er da oben runterfällt, dann wäre er da unten gelandet, ne? So muss ich das so oder so kaputt machen, ne? So, ich muss so oder so, ja, weiß nicht, wie ein Wilder hier backtracken, habe ich so ein Gefühl. Da gehen wir direkt schon hier, weiß nicht, weiter. Ich meine, allein um zu diesem Speicherpunkt hier zurückzukommen, ne, mit den ganzen Teleportern und so, ne? Ja, muss ich ja ewig lang zurücklaufen. So, ich hoffe, jetzt da unten ist das nicht kaputt gegangen oder so, ne? Jetzt mal macht das andere auch schon mal kaputt. Ja, das ist mein Lieblings Donkey Kong Level. Vielleicht gehen ja jetzt kaputt, wenn sie den ganzen Weg nach unten fallen, ne? Vielleicht hätte ich alle so einzeln auffangen müssen erst. Irgendwie so was, ne, in der Art. Pass auf. Ich gehe jetzt da runter und die Dinger sind beide kaputt, ne? Ne, okay. Schon sagen, man hätte ja Sachen hier vermasseln können, ne? Geht doch nicht. Spezialgummi. Bin es jetzt nicht so wirklich, aber besser als gar nichts, ne? So. Weißt du, alles für ein Spezialgummi, das ich schon hatte. In viel zu großen Außenmaßen. So. Ah, gut. Das ist der Leiter dran gewesen, was? Da oben, da sehe ich eine Schatztruhe. Schatztruhen, die machen mich glücklich. So, ja, aber weiter nach oben. Machen wir schon mal hier alles fertig. Die Dinge. Vielleicht was trinken, ey, mein Hals bringt mich um. Von dem ganzen Gerede. So, die sieht kaputt aus, die Leiter, aber na, ist ja egal, ne? Geht ein bisschen schief nach unten, aber Piraten auf Hochtouren, hey, cool. Also ich kann ein Kostüm für sie jetzt holen, ne? Und diesen Snowboard-Spiel, oh Gott, da muss ich auch wieder snowboarden. Aua. Hier, da ist noch was zum Anfackeln. Sieht aus wie so Matratzen irgendwie, ne? So mal Hängematratzen, die sie da irgendwie so an der Wand gehängt haben und mit so Netzen hier festhalten. So. Alles Teil da. Kann nicht schaden. So, darunter bin ich noch nicht gegangen. Und wo komme ich jetzt da schon wieder hin?
Na, schon wieder hier. Sind alle Matratzen wieder da, pass auf. Da komme ich jetzt da unten hin. Gott, da muss ich ja wieder voll den Umweg gehen, ne? Da komme ich jetzt da unten hin. Ja. Hä? Oh ja, ich sehe da unten. Oh Gott. Hey, warte mal, das war aber nicht da, wo ich gestartet bin, oder? Ich glaube, ich hätte irgendwo anders lang. Ja, hier habe ich doch angefangen, glaube ich. Hä? Ist da oben ein neues Gebiet, verdammt, und hier komme ich nicht weiter, weil da jetzt deckt mich doch nicht hier so aus, Mann. Da hat mich doch sowieso schon hier verirrt wie ein Blöder. So, na gut, dann gehen wir mal diesen einen Weg da. Ich weiß schon mal, ob ich finale Dungeons nie mal gesehen, immer die härtesten. Deswegen tue ich die immer am liebsten irgendwie vor mich hinausschieben. Mit Final Fantasy 6 habe ich da zum ersten Mal gespielt, auch so gemacht. Ey. Ich keinen Bock hatte auf Kefkas Turm. Da wusste ich noch nicht mal, was mich da erwartet. Ich wollte es einfach nur nicht machen. Aber ich wusste, er wird nervig. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Schon wieder ein neues Gebiet. Ey, war mal. Wie komme ich? Will erstmal. Ach ja, ich habe keine. Aha. Ich komme überhaupt nicht mehr jetzt diesen einen. Susano. Cool. Endlich mal ein neues Messerchen mal für Repeat. Ah ne, er hatte immer noch das. Oh, da ist eine Teufelswaffe, nehme ich an. Die ist nicht sehr stark. Und die hat keinen Effekt, also muss eine Teufelswaffe sein, ne? So, deswegen mich hier am besten noch gegen irgendwas zu kämpfen, ne? Was ist das hier? Was sind all diese Dinger? Ich kann die nicht benutzen. Und dann hier kann ich natürlich prüfen. Warum kann ich die überhaupt bekämpfen? Warum muss ich die eigentlich bekämpfen? Was hat dafür einen Sinn? Boom. Ach ja, ich habe den Hammer. Ich werde nur eingebildet, da hat sich der Bereich von dem Ding irgendwie erhöht. So, jetzt größer als vorher, oder? So, weil ich Name ausgerüstet habe oder so. Ich bin versteinert. Und was? Warte mal, er hat da irgendwie was, womit man gedrückt halten kann jetzt, ne? Irgendwie so was. Irgendwas habe ich jetzt gerade gemacht. Okay, cool. Jetzt noch nicht alle immer auf mich losgekommen würden, ne, wäre noch geiler. Ich kann unendlich schießen, cool. Ja, wenn die nicht alle auf mich losgehen würden, ne? Das ist aber cool. Ich meine, das macht nicht so. Das bringt jetzt nicht so sehr, aber besser als nichts, ne? Carol ist mal wieder am Leben, mehr oder weniger. Jetzt sah es im Moment aus, als wäre irgendwie Judith aus dem Kampffeld irgendwie rausgesprungen. Na guck mal, der Kreis war jetzt viel kleiner. Ich werde nur eingebildet. Oh Gott. Nein, oh Gott. Hahaha. Schon wieder. Oh, ich werde ja nie fertig mit dem Part. Kann ich überhaupt fliehen? Ja. Ja, mache ich mal nicht, ne? Aua!
Hori ran zu. So, ich habe jetzt so viele Orte, die ich jetzt noch nicht erkundet habe, ne? Oh Gott, hier sich zurechtzufinden, das wird dauernd abgetraumelt. Was, wer hat mich getroffen? Habe ich den angegriffen? Da war noch nichts in der Nähe. Und Honk. Ich kenne dieses Gänsespiel hier so. Honk. Irgendwie so einen komischen Namen. Irgendwas. Goose Game. Dann geht es eigentlich nur darum, irgendwie eine Gans spielt, die irgendwie andere Leuten auf den Sack geht. So ähnlich wie Goat Simulator, glaube ich. Ah, oh, er hat nämlich. Macht er hier ein Dings hier? Wer ist das nochmal? Panga? Die Viecher irgendwie, die die ganze Zeit von Down ist hier. Die ganze Zeit gedreht haben und. Längst ein bisschen Schwanz ausgewichen. Und dann kommt der Schwanz zurück und trifft dich. Klonk. So. Ich muss gleich was trinken, wenn die Aufnahme vorbei ist. Mein Hals tut ein bisschen weh. Das ist so, als würdest du deine eigene Mandeln irgendwie spüren. Die kitzeln so ein bisschen. Oh, der Stab sieht cool aus. So, Flynn hat schon wieder einen Level Vorsprung. Finde ich nicht gut. So, dich muss ich einmal stunnen, sag ich mal. Oh, Boss, du hast schon wieder eine neue. Warte mal, das ist doch bestimmt die Teufelswaffe von dir, ne? Das hat doch so ein. Ja. Quelle endlosen Hasses und Chaos. Sie wächst ständig die Form. Ihren Angriff kann man nicht ausweichen. Außer man geht ein bisschen auf Abstand. So ein paar Meter vielleicht. So, haben wir einen. Wen haben wir denn? Dann noch nicht die Teufelswaffen. Aua. Das kommt mal wieder hier hin, ne? Oh Gott, das wird doch ewig dauern, bis ich hier fertig bin. So, jetzt bin ich hier. Was gehen dann? Hockey. So. Da geht's auch noch mal nach draußen. Alter. Ich fällt mich doch ja nie zurecht dann. So, ich kann aber auch nichts anderes machen, sehe ich gerade. Hier geht schon nicht mehr weiter, glaube ich. Hier ist eine Truhe. Nein. So, rotes Eisenkraut. Boom. Stirb. Ah. Donk. Hm? Was? Was? Hä? Warum? Hä? Warum ist denn das dann da? Einfach nur um mich zu trollen, das glaube ich ja nicht, Mann. Das geht doch nicht. Ja. So, mehr kann ich auch hier nicht machen, ne? Dann geht's da oben hin. Komm ich wieder zum neuen Gebiet. Ne. Treffe ich hier irgendwann? Nee, ne. Also gut. Oh. Ich hoffe, da nehmen. Was soll das denn? Sie haben geläutet, mein Herr. Hey. Also was hier? Hab mal Bock drauf. Ich weiß gar nicht, wo seine ganzen Dinger sind. Da war schon mal nicht richtig. Mystische Art. Außen kaputt. Ich treffe den anderen gar nicht. Na, jetzt habe ich ihn getroffen. Weil warum nicht, ne? Zaubert. Dann ist das jetzt Raven auch gesagt. Proton. Proton. So, er hat den Kampf ein bisschen beschleunigt, finde ich gut.
Wir kriegen noch ein paar Grimm-Klauen, die ich brauche. So. So, wenn du mir jetzt nicht eine Brücke irgendwie machst, die mich zum Dings bringt, ne? Okay. Wo ist diese Brücke aufgetaucht? Ich weiß nicht, wo diese Brücke aufgetaucht ist. Unten? Sonst du einfach nach rechts zielen und den Ring einsetzen. Nö, geht nicht, ne? Ach, da ist bestimmt jetzt hier, ne? Wo vorhin nichts war. Pass auf. Da, ich sehe es doch schon. Nee, da komme ich nicht hin. Boah. Ah. Ja, ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich werde ewig gefangen. Jetzt hier ein bisschen nach oben. Ey, das gibt's jetzt nicht. Ich bleib den da am Treffen. Guckt euch dann an. Warum? Mich genau zurück zu diesem einen Punkt hier, wie er mit, weiß nicht, warum die nicht über so kleine Abhänge irgendwie springen können. Hey, einen Moment mal, da kann ich doch treffen. Oh. So sehe ich ihn halt jetzt erst, ey. War das schon vorher da? Also auch gerade erst hinzugefügt, oder? Ich bin nicht so blöd, oder? Ja, okay. Egal, Fortschritt, glaube ich. Hoffe ich, weil ich hier einen Speicherpunkt finde. Hey, wir sind jetzt hier, glaube ich, auf der anderen Seite, oder? Keine Ahnung. Ich muss mal gerne, ich würde mal gerne so Abkürzungen irgendwie erstellen können. So, da bringt mich jetzt aber leider auch nicht weiter. Habe ich hier eine Truhe gefunden, aber wo sind die jetzt gelandet? Oh. Super, ey. Nicht so oder so, aber ja, wieder da draußen. Alter, vorher werde ich mich doch nie herausfinden. So, wo jetzt lang? Ich muss nach unten, weil da ist eine Truhe jetzt. Ne, irgendwo habe ich so eine Dings aktiviert. Den Lehrer kann ich immer noch nicht aktivieren. Na, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Nein, nicht noch mal. Okay. Okay. Ich hoffe jetzt, hier hat sich irgendjemand geändert. Jetzt ein bisschen tiefer. Also müsste jetzt hier irgendwo eine Truhe sein, ne? Oder auch nicht. Was habe ich jetzt hier gemacht? Das ist jetzt eine Preisfrage. Wo ist diese eine Treppe, die ich jetzt da hingepackt habe? Muss leider noch mal hier überall rüber gehen. Wer es wollte oder nicht, jetzt nix. Okay, rechte Seite schon mal nix. Da haben wir schon mal alles fällig, glaube ich. Hoffe ich. Weiß nicht, wo diese eine Truhe jetzt gelandet ist, aber irgendwo wird es schon sein. Ne? Wenn wir welche schon wieder sehen, da bin ich voll so ganz. Ey, ey, dich kenne ich doch. Ja, wir haben uns doch gerade gesehen. Ne? Was machst du denn jetzt gerade hier, du Sportskanone? So, da ist ja unten. Keine Ahnung, ey. Ah, wo muss ich denn jetzt hier hin? Da komme ich doch gar nicht weiter an. Da ist diese eine Brücke. Nee, da komme ich ja gar nicht weiter. Da ist ja nichts.
Jetzt muss ich weiter nach oben, glaube ich. Da kannst du wieder rauskommen, ne? Das ist aber nicht diese Brücke, die ich gerade erstellt habe. Halt. Nee. Was ist das da unten rechts? Das ist diese eine Brücke, ne? Da komme ich nicht weiter. Ah. Ich finde das ein bisschen Overkill hier. Mit der Navigierung, ja, wo ich hin muss, was ich machen muss und so. Das ist ein bisschen zu riesig hier. Wenn ihr mich fragt, ich weiß nicht, vielleicht stehen ja einige Leute auf so weit, aber ich nicht. Ich stehe auf Spiele, die sehr schwer sind und weiß nicht. Auf so weit, ne. Muss nicht sein. Bin ich da die Leiter schon hochgegangen? Ich glaube, da war der letzte, wo ich war, ne? Hier ist überhaupt nichts. Was ist das denn? Jetzt habe ich wahrscheinlich hier irgendwo eine Sache verpasst, ne? Irgendwie zu machen. Ich weiß jetzt deswegen nicht, wo ich hin muss. Na. Wo ist denn diese Dingens hier? Ich möchte einfach nur einen Speicherpunkt sehen. Ich will den Park beenden. Noch kein Bock mehr. Das frustriert mich hier gerade ein bisschen. Hier ging es wieder irgendwo nach draußen. Ne? Hier, wenn ich von da gekommen, weißt du, das ist auch schon wieder so ein Problem. Hier bin ich jetzt von da gekommen oder? Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich bin gerade. Von der bin ich gekommen, ne? Ich glaube, von der bin ich gekommen. Ah. Ja, weil hier rechts war nichts, genau. Ich bin heute gar nicht mehr klar. Warum bin ich lang gegangen? Da war nichts, genau. Alter. Sehr frustrierendste Dungeon überhaupt. So, bin ich hier richtig. Komme ich da zu dieser Leiter? Ja. Muss ich da lang gehen? Ich kann einfach nur den Weg gehen, den ich weiß nicht. Der mir hier noch bleibt irgendwie. So, das wieder auf. Da komme ich wieder ganz zurück. Na, zurück zu dem Ding komme ich jetzt auch nicht mehr. Nein, oh, ich wollte dich gerade abschießen. Tschüss. Ich finde die Kampfmusik ja auch nicht gut. Ja, ich gesagt, ich höre die kaum, ich höre die überhaupt nicht. Die ist so leise irgendwie. So, wir gehen jetzt noch mal zurück zu diesem Speicherpunkt. Ich habe so Gefühl, ich muss da irgendwie was aktivieren oder so, mir navigieren hier irgendwie einfacher zu machen. Also ich habe aber natürlich keine Ahnung. Geh weg. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal 10 Minuten wieder hier zurücklaufen, damit ich wieder da ankomme. Da finde ich auch ein bisschen unverschämt. Ich meine, das ist ein ganz schön weiter Weg bis da oben hin. Also ja, viel Spaß. Ich meine, ich kann halt auch rausschneiden, aber nicht zu faul für. Ich will schon meine Frust, dass ihr meine Frust auch sieht, ne? Falls werden sowieso jetzt, weiß nicht, jeweils 45 Minuten lang, also da macht jetzt die paar Minuten auch nichts mehr aus. Finde ich jedenfalls. Ich habe natürlich keine Ahnung von YouTube. Ich mache ja nur seit 5-6 Jahren Let's Plays und habe erst 300 Abonnenten. Also ja. Ich mache anscheinend sowieso irgendwas falsch. Ah! Okay. Er spricht schon die Frustration hier aus mir. Ey. Ich will mich gar nicht so über Gott und die Welt aufregen. Ey. Ich will jetzt einfach nur hier raus. Vielleicht noch mal gucken, was diese Teleporter machen. Keine Ahnung. Ich
bin halt nur ein bisschen frustriert gerade. Meine Kehle tut ein bisschen weh. Vom ganzen Reden, so 2 Stunden am Stück. Muss gleich mal was trinken. Dann komme ich hier auch nicht so unglaublich weiter gerade. War allein der Gedanke schon. Ich weiß nicht, was diese Teleporter alle sind, aber ich muss die dann auch noch mal alle abhaken, ne? Da muss ich ja auch noch mal hier durch das ganze Ding rennen. Da wird ein Spaß. So, erstmal will ich auch wahrscheinlich hier erstmal raus wieder. Irgendwann, wenn ich die Chance habe. Wenn ich heilige Getränke kaufen kann, um mir hier ein bisschen einfacher zu machen. Aber vorerst gehen wir da hinten hin zu den. Wir sind schon wieder da fast, ne? Ja, Gott sei Dank. Und du fettes Ding, du stehst jetzt genau da vorne, ne? Ja. Das muss nicht sein. Natürlich sind jetzt 3 Stück von denen da. Oh ja, da wird ein bisschen nervig hier gerade. Ah, was soll's. Ja, schon so weit gekommen, also schon wieder falsche Attacke. Oh, hör auf zu blocken. Auf den Kampf jetzt nicht noch nerviger, als er sein muss, ey. So, vielleicht Yuri oder so spielen, damit die Kämpfe ja schneller vorangehen, ne? Wahrscheinlich werde ich jetzt so, weiß nicht, mich irgendwann später so hier mal umschauen und so, und weiß nicht, jetzt nicht in dieser dann irgendwann so reinschneiden und so, weißt du, ja, so wie ich das mit den Rest hier mache in den letzten Parts, wie wir uns das hier nicht so die ganze Zeit angucken können. Aber ich glaube ja zum ersten Mal hier durch, und da will ich natürlich alles aufnehmen, ne? Ja, meine Reaktion zu all dem hier zeigen. Die Erleuchtung, die ich bekomme auf dem Weg dahin. Wir werden definitiv zu Yuri wechseln, damit die Kämpfe ein bisschen schneller vorbei sind. Das geht nicht. Warum? Ja, natürlicher Schlag, gut. Gut. Ja, vielleicht auch noch Rita rein. Da war ja irgendwo ein Speicher, so ein Heilspeicherpunkt. Also werden da auch, weiß nicht. Kann es ja nicht schaden, wenn ich hier TP und so was alles verballern, ne? Kriege ich ja gleich wieder zurück. Da ist übrigens auch noch so eine Wand, die aussieht, als könnte man die runterpacken. Na, komm. Hätte nicht betäubt sein können oder so, ey. Verwirrt, was auch immer dieses Schwitz-Symbol ist, wenn ich die treffe. So, oh nee, ne, ich habe jetzt echt keinen Bock auf sowas. Aber muss jetzt nicht sein. Aua. Der hat Hydro-Pumpe auf mich eingesetzt. Man statt Hydro hat der. Und weiß ich, eine Kanonenkugel auf mich geschossen. So, jetzt sind wir wieder hier. Da hinten war der Heilspeicherpunkt, genau. Wollte schon sagen. So, jetzt sind die Teleporter alle aktiviert. Pass auf. Nee. Ich verstehe es nicht. So, aber wir müssen jetzt auch so weitermachen, ne? Ist jetzt nicht so, als könnten wir jetzt hier. Oh nee, hier wartet der finale Boss, oder? Oh nein, das ist schon sehr verdächtig. Ja, das, wir sind ja fertig. Eine Dungeon. Mina, Kakugo wa ika. Tokku ni dekiteru wa yo. Boku tachi ga yaranakya ikenai da mon. Koko de nigetara, honban no shokuji ga mazuku naru no ja. Soyu koto. Ossan mo sasuga ni ganbatchou yo.
Okay, erwartet der Finalboss. Also haben wir eigentlich den Punkt erreicht, den ich erreichen wollte. Na gut, ich gehe natürlich noch nicht dahin. Ich bin noch nicht irre. So, und ich muss den ganzen Weg jetzt ja zu Fuß rausrennen. Sehe ich auch gerade, ne? Also. Ja, so mit Motivation tut mich das jetzt nicht gerade füllen. Also, pff, Dreck, ey. Na gut, ja, werde ich hier mich den Weg hier raus navigieren, ein bisschen gucken, ob ich noch irgendwas finde. Ich habe jetzt eigentlich gerechnet, dass jetzt noch ein Skit oder so kommt, so viel vom finalen Kampf, aber scheint nicht. Oder der kommt natürlich erst wieder, wenn ich die Aufnahme ausmache, ne? Wie sieht's denn hier eigentlich aus? 91%, cool. Da wollte ich mal nicht gucken. Daten. Plaudereien. 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 Da, 78. Weil kommt doch bestimmt noch eine Plauderei, pass auf. Hier kommt noch nicht mal irgendwie so, weiß nicht, so ein Dingen. Hier, irgendwas hier habe ich doch bestimmt noch. Irgendwas habe ich hier nicht. Muss ich irgendjemanden anderen steuern oder was? Sich Rita steuern, weil sie sich mit Dings auskennt. Kann ich sagen, dass ich hier diese ganzen Dinger ja schon begegnet bin und keiner weiß, wie die funktionieren. Geht doch nicht. Ich muss doch irgendwas mit denen machen wahrscheinlich. Dann weiß ich nicht. Oh, da muss ich hier wohl zu Fuß wieder rausrennen. Alles klar, ich kriege noch nicht mein Teleporter, der mich zum Eingang zurückbringt. Mann, gut, dann werde ich mich hier noch selbst umschauen, gucken, ob ich irgendwas Wichtiges finde. Irgendwie ein Anhaltspunkt, der mich irgendwie weiterbringt oder so, keine Ahnung. Aber in dem Sinne sage ich dann erstmal Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.